Es freut mich natürlich wahnsinnig, dass so viele Leute gekommen sind. Ich hoffe, ich werde Ihre Erwartungen nicht enttäuschen, denn die Pointe all dessen, was wir in der Ausstellung vorhaben und auch was ich heute erzählen werde, liegt eigentlich in dem Fragezeichen des Titels, also Piraten in der Hansezeit, Fragezeichen. Denn genau da, das fragen wir uns eben, sind die Leute, die da Gewalt ausüben, eben Piraten. Die Vorstellung, dass die unterdrückten Massen der Hansezeit die reichen Kaufleute Pfeffersäcke genannt hätten und dass die Vitalienbrüder diese Pfeffersäcke von Herzen gehasst hätten, ist ja allgegenwärtig. Schaut man freilich in das von den Brüdern Grimm begründete deutsche Wörterbuch, so erfährt man, dass die Bezeichnung Pfeffersack erst ab dem 16. Jahrhundert und nur in Süddeutschland als Schimpfwort für Kaufleute überliefert ist. Für den niederdeutschen Norden stammt der früheste Beleg für Peppersack von dem Lübecker Chronisten Reimer Kock, also Mitte des 16. Jahrhunderts, der zum Jahr 1466 einen Überfall der Herzöge von Mecklenburg auf Kaufleute aus Lübeck bei Mölln erwähnt. Bei diesem Überfall hätten die Mecklenburger so viel Pfeffer erbeutet, dass man sie danach Peppersacke genannt habe. Also nicht die Kaufleute, sondern ihre adligen oder fürstlichen Fehdegegner werden hier als Pfeffersäcke bezeichnet. Und auch das erst gut 150 Jahre nach dem angeblichen Ende der Vitalienbrüder. Also das kann man sich ja schon mal klar machen, wenn sie an Bord eines Schiffes um 1400 über Pfeffersäcke gelästert hätten, dann hätte keiner gewusst, was sie meinen. Dieses kleine Beispiel zeigt schon, dass es in der Geschichte oft wichtig ist, auf die Sprache zu achten. Ebenso zeigt es uns, dass viele historischen Umstände, die wir für selbstverständlich halten, gar keine Tatsachen sind, sondern viel später entstandene Imaginationen. Historikerinnen und Historiker haben dann den Job, die Fakten von den Fiktionen zu unterscheiden. Damit machen sie sich oft nicht gerade beliebt, denn die Fiktionen sind ja, wie man heute sagt, identitätsstiftend. Sie alle sind heute hier ins Museum gekommen, weil sie sich für die Geschichte Lübecks und der Hanse interessieren. Und dieses Interesse speist sich vermutlich daraus, dass sie sich mit dieser Geschichte identifizieren, also das als ihre eigene Geschichte sehen. Ob sie es dabei mit den Pfeffersäcken halten oder lieber mit den Vitalienbrüdern, ist letztlich Geschmackssache. Die Geschichtswissenschaft ist dann in der unkomfortablen Rolle, beide Seiten enttäuschen zu müssen. Die Vorstellung, dass die werktätigen Massen in Lübeck um 1400 die Pfeffersäcke gehasst hätten, ist also eine Erfindung. Allerdings gab es natürlich zur Zeit, naja, sagen wir mal Klaus Störtebeckers, sicherlich massive Konflikte zwischen Arm und Reich. Aber die Sprache, die man in diesen Konflikten verwendete, war eine andere, als wir denken. Und umso mehr lohnt es sich, auch die andere Seite nach dem, auch für die andere Seite nach dem Sprachgebrauch zu fragen. Wie nannte man denn die Feinde der Pfeffersäcke, also die angeblichen Feinde der angeblichen Pfeffersäcke? Das ist nicht so ganz trivial, denn vielfach kommt man erst über eine solche Begriffsgeschichte den historischen Zuständen auf die Schliche. Der Sprachgebrauch ist also der Schlüssel zur Unterscheidung von Fakten und Fiktionen. Das kennen wir alle ja heute aus den Nachrichten. Und man kommt dann zu überraschenden Befunden. Wie also ist das mit diesen raubeinigen Gesellen, von denen wir alle schon in der Schule gehört haben? Diese Frage möchte ich heute stellen und ich nähere mich diesem Problem auf mehreren Wegen. Zunächst vom bisherigen Forschungsstand zu den Vitalienbrüdern her, dann rechtsgeschichtlich, indem ich kurz das Problem der Gewalt- und Güterwegnahme umreiße, was Wolfram Mielke so eben angedeutet hat, dann begriffsgeschichtlich, also vom Sprachgebrauch her und dann ja mit einer Arbeitshypothese zu der Frage, wie denn unser Bild von den Vitalienbrüdern entstanden sein könnte und wo es entstanden sein könnte. Am 2. Juni 1389 beantwortete der Rat der livländischen Hansestadt Dorpat, also heute Tartu, ein Schreiben der Stadt Reval, Tallinn, vom 29. Mai des gleichen Jahres. Schiffbauer in Dorpat hatten den Vitalienbrüdern Schiffe verkauft. Der Revaler Rat war damit nicht einverstanden. Da sein Brief verloren ist, wissen wir nicht so genau, weshalb. Von heute aus gesehen ist diese Frage auf den ersten Blick leicht zu beantworten. Die Vitalienbrüder, so meinen wir zu wissen, waren ja Piraten. Insofern scheint uns die Beschwerde mehr als verständlich. Sie müssen übrigens nicht erschrecken, ich habe die originalsprachlichen Texte hier vielfach in der Präsentation. Ich werde aber jeweils übersetzen. Ja, also Sie müssen nicht Niederdeutsch oder Latein können. Wahrscheinlich können Sie Niederdeutsch besser als ich Latein. Also...
Also, die Beschwerde erscheint verständlich, aber so einfach ist es nicht, denn der vorliegende Brief ist die erste bekannte Erwähnung der Bezeichnung Vitalienbrüder. Dieser Brief liegt seit etwa 100 Jahren ediert vor. Trotzdem liest man in der Forschung immer noch vielfach, die Bezeichnung Vitalienbrüder sei erst 1392 erfunden worden, also 3 Jahre später, für die Truppen, die der Herzog Johann II. Von Mecklenburg-Stargard im Auftrag seines Cousins, des Königs Albrechts von Schweden, für den Krieg gegen Dänemark angeworben habe. Dass die erste Erwähnung der Vitalienbrüder 2 Jahre früher oder 3 Jahre früher in Livland überliefert ist, ist einigermaßen irritierend. Das ist nicht in dem historischen Zusammenhang, wo wir es erwarten, und es ist nicht an dem Ort, wo wir es erwarten. Und es ist hier schon von den Vitalienbrüdern, einer festen Gruppe, die Rede, als ob die schon wüssten, was das ist. Es spricht also alles erst einmal dafür, dass es diese Vitalienbrüder schon 1389 als allgemein bekanntes Phänomen gibt. Nur man weiß nicht so genau, wo sie herkommen. Der Dorpater Rat wollte die Sache jedenfalls auch klären. Man ging mit dem Beschwerdebrief der Rehwaler in den Hafen und gab ihn den Vitalienbrüdern zu lesen. Also ich vermute mal, das wurde denen vorgelesen. Diese rechtfertigten sich, man habe ihnen in Narva 2 Schiffe weggenommen, deshalb hätten sie sich landeinwärts in Dorpat, eine kurze Karte vielleicht, damit Sie sehen, wo das spielt, landeinwärts in Dorpat neue besorgen müssen. Sie seien in ehrbarer Absicht gekommen und wollten auch friedlich wieder abziehen, denn sie seien auf dem Weg zu einem Auftraggeber. Wofür dieser sie einsetzen wolle, das wüssten sie nicht. Aber sie versprächen, weder gegen Rehwahl noch gegen andere gute Leute kämpfen zu wollen. Also solle man sie doch in bitte in Ruhe ihren Geschäften nachgehen lassen. Der rechtliche und politische Status dieser Vitalienbrüder ist also schon 1389 umstritten. Rehwahl hält sie für eine Bedrohung und will nicht, dass eine andere Hansestadt mit ihnen Geschäfte macht. Dorpat hingegen sieht die Sache wie jeder heutige Waffenhändler auch. Wir verkaufen hier doch nur Schiffe. Die Kunden sind rechtschaffende Leute und obendrein haben sie uns versprochen, keine Kriegsverbrechen zu begehen. Diese Vitalienbrüder sind hier offenkundig auf dem Weg zu ihrem nächsten Job, über den sie aus naheliegenden Gründen keine weiteren Angaben machen möchten. Sie sind also keine Piraten, sondern etwa das, was man heute oder was man an Land als Söldner bezeichnen würde. Professionelle Dienstleister, die ihre Kampfkraft an Konfliktparteien verkaufen. Wenn Sie in aktuelle Handbücher schauen, dann finden Sie über die Vitalienbrüder eine etwas andere Standarderzählung. Ganz knapp, nach dem Tod des dänischen Königs Waldemar IV. Atterdag 1375 entwickelte sich ein jahrzehntelanger Thronstreit um die Kronen Dänemarks und Schwedens. Das will ich jetzt im Einzelnen hier nicht erläutern. Grob gesagt standen da die Tochter Waldemars, Königin Margarete von Norwegen, gegen den mecklenburgischen Herzogssohn Albrecht III., den König von Schweden. Albrecht und sein Sohn Erich gerieten 1389 in Gefangenschaft, woraufhin seine mecklenburgischen Verwandten einen, jetzt Standarderzählung der Handbücher, einen Kaperkrieg gegen Dänemark und Norwegen begannen, in Kooperation mit den Hansestädten Wismar und Rostock, um die nordischen Reiche in die Knie zu zwingen. Und für diese Kaperfahrer habe sich der Name Vitalienbrüder eingebürgert. Nachdem König Albrecht von Mecklenburg 1395 im Waffenstillstand von Lindholm habe einlenken müssen, hätten sich die angeworbenen Truppen selbstständig gemacht und seien als Piraten zu einer massiven Bedrohung der Schifffahrt auf Nord- und Ostsee geworden. Sie hätten sich auf der Insel Gotland festgesetzt und die alte Hansestadt Visby zu einer Art Seeräubernest ausgebaut. 1398 habe der Deutsche Orden Gotland erobert und die Vitalienbrüder vertrieben, die sich daraufhin vor allem an der ostfriesischen Nordseeküste neue Auftraggeber gesucht hätten. 1400 und 1401 hätten dann die Hamburger und Lübecker mit einem Generalangriff auf Ostfriesland diese Bedrohung des Handels erfolgreich beseitigt. Der angebliche Oberhauptmann der Vitalienbrüder, Klaus Störtebecker, sei vor Helgoland gefangen und in Hamburg hingerichtet worden, sein Kompagnon Gödicke Michels im Kampf auf der Jade gestorben. So sei eine schwere Krise der Hanse erfolgreich bewältigt worden. Und weil man eine solche schöne Geschichte irgendwie auch in Karten fassen muss, gibt es diese Karte, wo die Sache dann auch gleich irgendwie so einen Staatscharakter bekommt. Die Vitalienbrüder haben hier sogar ein Territorium.
In der Hanse-Geschichte wird diese Erzählung oder wird diese Geschichte gern zu einem epochalen Konflikt stilisiert zwischen den redlichen Kaufleuten und den bösen Piraten oder auch zwischen den gierigen Pfeffersäcken und den edlen Vitalienbrüdern, je nachdem. Diese große Erzählung passt wunderbar in unseren Wahrnehmungshorizont, so wunderbar, dass die Handbuchautoren diese Geschichte lange Zeit immer wieder wiederholt haben, obwohl sie selbst in ihren Editionen sehen konnten, dass die Quellen das gar nicht hergeben. Wir wissen etwa längst, dass die Zeit der Vitalienbrüder nicht 1400 oder 1401 zu Ende ist, sondern dass danach noch über 30 Jahre hinweg dauernd von ihnen die Rede ist. Es gibt sie, wie eben gesehen, auch schon vor 1391-92, also vor der Geschichte Mecklenburg versus Dänemark. Und weil der Konflikt um die nordischen Reiche 1395 mit dem Waffenstillstand oder Friedensschluss, je nachdem, keineswegs beendet war, konnten die Vitalienbrüder auch nach diesem rein taktischen Waffenstillstand auf allen Seiten weiterkämpfen. Und sie tauchen auch auf allen Seiten auf. Überhaupt werden sogenannte Vitalienbrüder in ganz verschiedenen großen und kleinen Konflikten erwähnt, auf verschiedenen Seiten, vor und nach 1395. Also nicht nur in Rostock und Wismar, sondern beispielsweise auch in Hamburg und Lübeck. Sie waren Dienstleister, die gegen Beteiligung am Ertrag die gewaltsame Rechtsvertretung ihrer Auftraggeber übernahmen. Und sie hatten genug zu tun, denn es gab eine Menge große Konflikte und auch eine Menge kleine Konflikte im Nord- und Ostseeraum zu der Zeit. Und das besonders Schöne für solche Gewaltdienstleister, nicht nur Fürsten, also was wir heute Staaten nennen würden, durften Gewalt anwenden, sondern auch jeder einzelne Kaufmann. Es gab viel zu tun für Leute wie die Vitalienbrüder. Bei alledem muss man wissen, dass sich in der Zeit der Hanse, also grob gesagt zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert, in Nordeuropa die Art und Weise, wie man mit Gewalt auf See umging, massiv veränderte. Grundsätzlich haben Menschen ja immer die Handlungsoption, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Aber Gewalt hat eine Menge Nachteile, zum Beispiel den, dass man damit in aller Regel auch die eigenen Ressourcen belastet. Konkret, man tut sich oft auch selbst weh. Außerdem stört Gewalt, wenn sie zu massiv wird, die gesellschaftlichen Abläufe. Darum haben alle menschlichen Gesellschaften Mechanismen, um die Gewalt zu mäßigen und einzuhegen. Im Mittelalter wurde dies sehr pauschal gesagt, vor allem durch Abschreckung und Ehre geleistet. In der Regel verhandelt man einfach lieber, weil man weiß, dass der andere auch ein Schwert hat. Und weil man mit dem anderen morgen wieder am Tisch sitzt. Gewalt wird nur dann angewendet, wenn Drohung und Diplomatie versagen oder wenn der Gegner eben kein Schwert hat und keine Ehre, die man irgendwie aufrechterhalten müsste. In der Neuzeit haben wir für dieses Problem das staatliche Gewaltmonopol. Und das macht die Sache für uns in allerlei Hinsicht ein bisschen einfacher. Darum gehen wir heute zumeist ohne Schwert aus dem Haus. Das hat aber lange gedauert, dieses als Regel zu verankern. Dieses Monopol ist im Übrigen ja nie so ganz durchsetzbar, aber es erlaubt diejenigen, die Gewalt anwenden, zu unterteilen in Gute und Böse, also in Polizisten und Kriminelle, in Räuber und Gendarmen sozusagen. Das heißt, solange es kein staatliches Gewaltmonopol gibt, ist auch diese Unterscheidung sehr undeutlich. Jemand, der um 1400 anderen mit vorgehaltener Waffe etwas wegnahm, bewegte sich in einer Welt, in der andere Spielregeln herrschten als 300 Jahre später. Der ist wahrscheinlich aus unserer Sicht nicht besonders nett, aber er ist nicht eindeutig als Räuber oder Pirat zu identifizieren. Denn er tut ja nur, was alle tun. Genau in der Übergangszeit zwischen dem alten und dem neuen Umgang mit Gewalt bewegen wir uns mit dem angeblichen Gegensatz von Hanse, Gut und Vitalienbrüdern böse oder Gut und Böse auch umgedreht, wie Sie wollen. Was nämlich machte einen Seemann zum Gewaltakteur? Vielleicht war er mit seinem Schiff für den Krieg eines Fürsten zwangsrekrutiert worden. Oder er war als Mitglied einer Fahrergilde, zum Beispiel der Hanse, an Sanktionen gegen unbotmäßige Brüder beteiligt, etwa bei einer Handelssperre. Hatte er von seiner Stadt einen Auftrag zur Piratenbekämpfung erhalten? Oder hatte er in einem Geschäftskonflikt gegenüber seinem Schuldner zu Repressalien gegriffen, etwa zur Arrestierung von Gütern eines Mitbürgers des Schuldners? Eine solche Pfändung ohne richterlichen Beschluss galt als erlaubt, wenn der Kläger vor Gericht nicht weitergekommen war. Damit waren natürlich bis dahin unbeteiligte Dritte im Spiel, die dann ihrerseits den Anspruch erheben konnten, sich bei Genossen des Nehmers schadlos zu halten.
Dafür wurden von Fürsten sogar schriftliche Lizenzen ausgestellt, die sogenannten Markebriefe. All das konnte man auch an Dritte zur Exekution delegieren. Es gab viel zu tun für Dienstleister am Gewaltmarkt. Hinter all diesen Optionen stand der Anspruch auf eigenmächtige Rechtserlangung. Der Kaufmann war waffenfähig und er fühlte sich berechtigt, Gewalt anzuwenden, wenn er sich unrecht behandelt fühlte. Das hätte nun fast zwangsläufig ständig zur Eskalation geführt, wenn es nicht eben offensichtlich relativ fein abgestimmte Mechanismen der Mäßigung der Gewalt gegeben hätte. Denn die Beteiligten konnten sich durchaus auf allgemein bekannte Grundsätze berufen, wie man sich da benehmen sollte. Dabei blieb aber die Frage, ist das jetzt legitim, was da einer macht, blieb letztlich immer Verhandlungssache. Und darum lag es für die geschädigte Partei nahe, den Gegner einen Piraten zu nennen, wenn das half, die Ansprüche durchzusetzen, die man selbst hatte. Vor allem aber, wenn der Gegner sozial schwach und damit angreifbar war. Wenn wir also in den Quellen, die wir so lesen, im Archiv oder in den Editionen, das Wort Pirat finden, dann heißt das nicht, dass wir da einen Piraten vor uns haben, sondern dann heißt das nur, dass irgendjemand jemand anders Pirat genannt hat, was ja nicht dasselbe ist. Und dazu kommt, dass das Wort Pirat eben im Spätmittelalter etwas anderes bedeutet als heute. Wie all diese Konflikte abliefen, erforsche ich seit einigen Jahren. Zum Beispiel sammle ich, das hatte Rolf Hamel-Kieso schon erwähnt, ich sammle mit Studierenden in Lehrveranstaltungen biografische Daten über Leute, die als Gewalttäter quellennotorisch werden. Wir haben mittlerweile für den Zeitraum zwischen 1370 und 1435 etwas über 1000 Namen da, die wir weiter verfolgen. Ich vermute, man kann locker auf etwa 1500 kommen für diesen Zeitraum, vielleicht auch noch mehr, das ist ein bisschen ein Fass ohne Boden, wenn man erstmal angefangen hat. Das klingt erstmal ziemlich viel, aber wenn man sich klar macht, dass wir für einen Zeitraum von 65 Jahren exemplarisch für ganz Nordeuropa sammeln, dann ist es sozusagen pro Jahr wieder relativ wenig. Es gibt natürlich eine riesen Dunkelziffer von anonymen Fällen, wo einfach keine Namen auftauchen. Und natürlich wird auch nicht jeder Fall, wo Gewalt angewendet wurde, irgendwo in den Quellen stehen. Aber trotzdem sollte man nicht davon ausgehen, dass die Gewalt auf See allgegenwärtig gewesen wäre. Sturm und Schiffbruch waren nach meinem Eindruck viel größere Gefahren. Man wird selten Opfer von Gewalt und wenn, dann hilft in der Regel zu verhandeln. Wenn Sie zum Beispiel die Briefe und Rechnungsbücher des bekannten Lübecker Kaufmanns Hildebrand Feckinghusen durchsehen, dann stellen Sie fest, dass er gar nicht so oft über Verluste wegen Güterwegnahme schreibt. Er hat auch nicht viel abzuschreiben da in der Richtung. In seinen Briefen kommt das gelegentlich mal vor, das Problem Seerover, aber das sind dann immer seine ländlichen Korrespondenzpartner. Also man könnte sagen, vor Piraten haben die Landratten Angst. Wer sich im maritimen Raum bewegt, der weiß, dass das nicht so ein Riesenproblem ist. Oder sagen wir so, es ist ein Risiko, das man beherrschen kann. Denn soweit wir über unsere Täter in Anführungszeichen etwas herausbekommen, handelt es sich durch die Bank eben nicht um Klischee-Seeräuber, also um Outlaws, sondern um sozial integrierte Kaufleute, Ratsherren und Schiffer. In unseren Quellen geht es nicht um den Handelsschiffer, also nicht um das, was man so opportunistische Gewalt nennt. Ja, man trifft ein Schiff auf See, es guckt gerade keiner zu, also zack, nehme ich es weg. Mag es gegeben haben, kommt aber selten in den Quellen vor. Es gibt auch gar nicht so ein Milieu von Outlaws, die den Raub zum Lebensstil gemacht hätten. Sondern die Leute, die da als besonders Prominente, auch als besonders Prominente Piraten auftauchen, sind dann ganz oft eben in ihrer Heimatstadt Bürgermeister oder Ratsherr. Oder einige der prominentesten Piraten, über die die deutschen Quellen klagen, die englischen Piraten, sind Mitglied des Parlaments. Das sind sozial integrierte Leute. Die brauchen allerdings für ihre Operation so etwas wie ein Dienstleistungsproletariat. Also die brauchen einfache Mannschaften, die für sie kämpfen. Und diese Leute sind das eigentliche Problem, denn das sind so frei flottierende, autonome Gewalttäter-Gangs, die überall anheuern, wo sie gebraucht werden. Und die sind natürlich ein Gefahrenpotenzial. Was also waren die Vitalienbrüder? Um das zu verstehen, muss man sich zunächst einmal etwas klar machen, was Geschichtsstudierende im ersten Semester lernen, nämlich, dass die Quellen nach ihrem Aussagewert unterscheiden. Es gibt Quellen, die haben einen hohen Aussagewert und es gibt Quellen, die haben einen geringeren Aussagewert, zum Beispiel, weil sie erst sehr viel später als das Ereignis entstanden sind oder weil sie sehr weit weg entstanden sind oder weil man erkennt, dass der Verfasser eine bestimmte Aussage damit vermitteln möchte.
Ja, und das heißt zum Beispiel, Reimer Kock, der Lübecker Pastor, den ich vorhin schon zitiert hatte, schreibt seine bekannte Chronik in den 1560er Jahren, da war der legendäre Störtebeker schon 160 Jahre tot. Das heißt, Reimer Kock schreibt über Ereignisse, die von ihm etwa so weit entfernt sind, wie von uns der deutsch-französische Krieg 1870-71. Und das heißt, man sollte Reimer Kock nicht unbedingt als Quelle für die Vitalienbrüder verwenden. Darum verwende ich für mein Projekt nur archivalische Quellen, die aus dem Untersuchungszeitraum kommen und in den Hanserezessen beispielsweise ediert sind. Wir hatten ja uns schon gefragt, was sind überhaupt diese ominösen Vitalienbrüder? Das, was man sehr oft hört, nämlich sie hätten ihren Namen bekommen, weil sie die Stadt Stockholm, die von den Dänen belagert wurde, mit Lebensmitteln, mit Vitalien versorgt hätten, kann ja nicht stimmen, denn wie wir gesehen haben, gibt es das Wort schon 3 Jahre vorher. Diese Behauptung, dass das mit Stockholm zu tun habe, ist auch erst seit dem 18. Jahrhundert überliefert. Also das ist erst 300 Jahre oder 400 Jahre später entstanden. Zwei Quellen werden immer wieder herangezogen, wenn es darum geht, dass die Vitalienbrüder sich selbst so bezeichnet hätten. Das eine ist, jetzt kommt Latein, aber Sie müssen das nicht verstehen, ich werde es Ihnen übersetzen, der Brief des livländischen Landmeisters des Deutschen Ordens, also das ist der Verwalter Livlands für den Deutschen Orden, und der schreibt an den Prokurator, heute würde man wahrscheinlich sagen den Gesandten des Ordens am Papsthof. Und er schreibt über diesen Krieg zwischen den Mecklenburgern und den Dänen 1392. Und er schreibt, diese Leute nennen sich Vitalienbrüder, aber sie schonen niemanden. Kann man ergänzen, also sind sie doch einfach nur Piraten. Jetzt muss man aber wissen, dass das eben auf Latein ist. Diese Deutschordensfunktionäre, die da in Livland saßen, waren größtenteils zugereiste Süddeutsche. Die sprachen nicht mal Niederdeutsch, ja? Also die waren sogar sprachlich, die sprachen Hochdeutsch, während um sie herum alle Leute Niederdeutsch sprachen. Und er schreibt, also der Adressat sitzt am Papsthof. Wir haben also hier eine dreifache Fremdperspektive sozusagen. Was sagt uns das jetzt über die Vitalienbrüder in echt, dieser Brief, der da nach Avignon geht? Man weiß es nicht so, nee, nach Rom geht der in diesem Fall, man weiß es nicht so genau. Spannend aber ist hier, dass hier impliziert wird oder dass hier eigentlich gesagt wird, die Leute nennen sich selbst Vitalienbrüder, um sich gerade von Piraten zu unterscheiden. Wir glauben das nicht, aber also der Deutsche Orden glaubt das nicht, aber die nennen sich so, um sich von Piraten zu unterscheiden. Eine zweite Quelle, die gerne angeführt wird, aus dem Jahr 1400, der Graf Albrecht von Holland nimmt 8 Kapitäne der Vitalienbrüder, die auch so genannt werden, Vitalienbrüder, mit ihren Mannschaften in den Dienst. Darunter ist übrigens auch der Johann Störtebeker, dieser Mann aus Danzig, auf den die Legende zurückgeht, also der sozusagen der Nukleus ist, aus dem die Legendengestalt geworden ist. Und hier wird in einem Schriftstück, in dem die Beteiligten offenbar selbst dabei waren, ja, die haben ja daneben gestanden, als das geschrieben wurde, wird das Wort Vitalienbrüder gebraucht. Da könnte man also sagen, das ist wohl ein ziemlich sicheres Zeichen, der Störtebeker hätte sich selbst auch Vitalienbrüder genannt. Vitalienbruder genannt. Das Blöde ist nur, damit hat sich das auch schon. Das sind die beiden einzigen Quellen, die wir haben, wo man einigermaßen sicher sagen kann, die nennen sich selbst so. Ansonsten ist das Wort Vitalienbrüder ein Begriff, der immer nur auftaucht, wenn andere über sie reden, nämlich die Leute in den Hansestädten, vor allem die Diplomaten und die Politiker in den Hansestädten, in den Räten oder auch die Königin Margarete, wenn die mit den Hansestädten korrespondiert, dann spricht sie von Vitalienbrüdern. Und auch hier merkt man, wenn die das schon selbst verwenden, ist das Wort offensichtlich nicht negativ. Das ist nicht irgendwie moralisch negativ oder so, sondern das ist einfach nur eine neutrale Bezeichnung, die eventuell sogar selbst verwenden. Man weiß auch schon länger, woher diese Bezeichnung eigentlich kommt, denn Hans-Christian Kortzen hat schon 1907 in einem ziemlich klugen Buch herausgearbeitet, dass dieses Wort ein Lehnwort aus dem Französischen ist. Im Hundertjährigen Krieg nannte man Vitailleurs die Leute, die für die Truppen die Lebensmittel requirierten. Und dieser Fachbegriff aus dem Kriegswesen, aus dem französischen Bereich, hat dann offensichtlich im Niederdeutschen, ist dann offensichtlich ins Niederdeutsche übernommen worden. Und dort wird dann eben aus Versorgungseinheiten so etwas wie angeworbene Kombattanten. Das liegt nahe, denn diese Vitailleurs, also was die tun, muss man sich ja auch nicht allzu freundlich vorstellen.
Damit hatte man im Niederdeutschen eine Kollektivbezeichnung gewonnen für Leute, die ihre Kampfkraft gegen Beutebeteiligung verkaufen und die man unterscheiden wollte, etwa von fehdeführenden Kaufleuten oder Fürsten, also effektiv von ihren Auftraggebern. Übrigens, dass dann aus Vitailleurs Vitalien Bruder wird, das spricht nicht dafür, dass es da sowas wie eine Bruderschaft oder so etwas gegeben habe. Ich habe mir das von einer Germanistin erklären lassen, die in Göttingen beim Frühneuhochdeutschen Wörterbuch arbeitet. Die meinte, das ist ganz normal, Begriffe aus dem Französischen, die eingedeutscht werden, werden dann immer mit einem Bruder versehen. Also der Söldner ist der Gardebruder. Und so, also das ist einfach nur eine Form, Worte einzudeutschen. Sie finden übrigens, wenn Sie in die Quellen schauen, Sie finden Vitalienbruder so gut wie nie als Singular. Also Sie finden kaum Quellen, wo steht, Fritz Meyer ist ein Vitalienbruder. Sie finden immer nur die Vitalienbrüder als Plural, also als Mehrzahl. Man könnte sagen, es ist eine anonyme Gruppe, aber diese Gruppe hat keine Mitglieder. Und entsprechend steht Vitalienbrüder dann auch oft in so Art Mehrfachformeln, die in kriminalisierender Absicht mehrere Begriffe für Gewalttäter zusammenstellt, so wie hier in einer Bremer Urkunde, wo ostfriesische Häuptlinge versprechen, dass sie keine Gewalttäter mehr in ihren Dienst nehmen wollen. Und dann steht da, sie, egal wie man sie nennt, Söldner, Auslieger, Vitalienbrüder oder wie sie sonst heißen mögen. Also da sieht man, es gibt eine ganze Bandbreite von Begriffen, die alle das, mehr oder weniger das Gleiche meinen, nämlich gekaufte, angeheuerte Kämpfer. Umso mehr stellt sich die Frage, ob es diese Vitalienbrüder als Gruppe überhaupt jemals gegeben hat. Oder ob das nicht nur so eine Art Modewort ist für Kämpfer zur See. Oder zunächst vielleicht das eine, dann das andere oder umgekehrt. Um das herauszufinden, muss man diese greifbaren Quellen eben auf ihre sprachliche Gestalt hin auswerten. Und das ist das, was ich in einem Teilprojekt versuche. Ich will die Ergebnisse nach nicht en Detail hier vorstellen, nur so viel nach meinem Eindruck spricht alles dafür, dass Vitalienbrüder einfach ein Wort ist für Leute, die man für Kämpfer auf See anheuern kann, Security-Personal sozusagen. Diese Leute waren nicht sehr angesehen, also ich sag mal, der örtliche Ratsherr verheiratet ungern seine Tochter an einen von denen, ja. Aber man braucht sie und sie sind auch nicht kriminell. Und daher konnte man über diese Vitalienbrüder als anonyme Masse schimpfen und zugleich mit ganz konkreten Personen Verträge schließen. Mindestens ebenso spannend ist nämlich, wann dieser Begriff nicht auftaucht. Denn wenn man die vielen Klagen über Gewalt und Güterwegnahme aus der Zeit vor und nach der Wende zum 15. Jahrhundert durchgeht, dann stellt man fest, dass eben längst nicht immer von Vitalienbrüdern die Rede ist, wenn wir es erwarten würden und schon gar nicht von Piraten. Hier also ein schönes Beispiel, Störtebeker ist im Spiel, eine englische Klageakte und das ist dann eben das Übliche. Die Leute werden einfach mit Namen bezeichnet und dann wird gesagt, was sie getan haben. Also eine ganz konkrete Angabe. X hat Y vor der Küste von Z dies oder das weggenommen oder die Leute des Fürsten X haben was weggenommen und so weiter. Vitalienbrüder meint also offenbar nicht unterschiedlos alle Gewalttäter auf See und man braucht das Wort auch gar nicht unbedingt, um das Problem zu bezeichnen, um das es geht. Vielmehr dient diese Vokabel dazu, dieses große Reservoir von mehr oder weniger herrenlosen Gewalttätern zu bezeichnen, die ihre Kampfkraft gegen Geld oder gegen Beutebeteiligung kriegsführenden Obrigkeiten anboten. Diese Dienstleister brauchte man einerseits, andererseits fürchtete man sie. Man konnte sie im einen Moment als Kriminelle verfolgen und im nächsten selbst engagieren. Ein Beispiel: Als einen der Kapitäne der Vitalienbrüder, relativ prominent sogar, kennen wir den mecklenburgischen Niederadligen Otto von Pecatell. Zusammen mit seinem Bruder Albrecht war er an vielen Operationen der Mecklenburger Herzöge gegen Dänemark beteiligt, so auch an den Kämpfen auf Gotland 1395 oder an dem gescheiterten Eroberungszug gegen Stockholm 1397. In der Zwischenzeit 1396 kämpft er für die Lübecker gegen die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg in einer Fehde. Sein quellenmäßig greifbarer, sehr, sehr guter Kumpan und Freund Sven Sture kämpft in der gleichen Fehde auf der anderen Seite gegen die Lübecker für Braunschweig-Lüneburg. Und wie die das in der Praxis gemacht haben, wüsste ich auch gern. Das heißt, diese Leute sind keine Piraten, sie sind auch nicht Mitglieder einer ominösen Bruderschaft von Seeräubern, sondern sie sind einfach Leute, die ihre Kampfkraft verkaufen. Am prominentesten ist Bartholomäus Voth, über den unser Hamburger Kollege Nikolai Klarus ein sehr schönes Buch geschrieben hat.
Bartholomäus Voth wird zunächst in England als ziemlich erfolgreicher Gewaltunternehmer aktenkundig. Dann verändern sich in England so ein bisschen die Geschäftsbedingungen. Ein neuer König kommt an die Macht und so. Er wechselt das Geschäftsfeld oder vielmehr er wechselt den Schauplatz und kommt in den Ostseeraum, von wo er wohl auch stammt, und tritt dann im Krieg gegen den König Erich von Dänemark ab 1427 in die Dienste Lübecks. Bartholomäus Voth, den zu Beginn seiner Karriere die Quellen häufiger Vitalienbruder nennen, endet dann 1458 als hochgeehrter Kommandant der Lübecker Flotte. Er endet im Kampf übrigens, also er stirbt im Kampf, und er ist Bürger von Wismar. Denn das hat er ziemlich geschickt angestellt. Er hat als Bedingung dafür, dass er anheuert in Lübeck, hat er gesagt, aber ihr gebt mir und meinen Jungs das Bürgerrecht. Ziemlich geschickt. Das heißt, es geht dabei zunächst ausdrücklich nicht um eine klare Unterscheidung anhand der Legitimität, wie bei dem späteren Konzept von Kaperern und Piraten oder so, sondern man kann vielleicht die Begriffe so einigermaßen sortieren nach dem Grad der Gefährlichkeit. Also Piraten sind eine absolute, aber auch eine ziemlich abstrakte Gefahr. Das ist eigentlich eher so ein, naja, wenn jemand von Piraten schreibt, dann will er damit in erster Linie zeigen, dass er im Lateinunterricht aufgepasst hat. Vitalienbrüder sind legitime Kombattanten, aber sie bewegen sich in einer Grauzone. Sie sind eine Bedrohung, aber auch eine Notwendigkeit im Alltag. Auslieger sind die Leute, die man selbst losschickt, also die für die eigene Partei kämpfenden Schiffe, die man natürlich nur mit Söldnern bemannt, die sich aber auch dann verselbstständigen können sozusagen. Diener und Leute sind einfach das militärische Aufgebot und ganz schlimm ist lose Partei. Lose Partei, das sind die Leute, vor denen man wirklich Angst hat, die überall anheuern und auch überall Stress machen. Eine ähnliche Bedeutung schwebte offensichtlich auch dem Verfasser der ersten chronikalischen Nachricht über die Vitalienbrüder vor, dem Lübecker Franziskaner Detmar, also Franziskaner saß im Katharinenkloster. Er starb bereits 1395, steht also am Beginn einer langen Reihe von Geschichtsschreibern, die sich über die Vitalienbrüder geäußert haben. Der entsprechende Eintrag muss kurz vor seinem Tod entstanden sein, also etwa gleichzeitig zu dem oben zitierten Brief des Deutschen Ordens. Detmar kann also gar nicht in der Rückschau mit Abstand urteilen. Er kennt die weitere Geschichte nicht, er schreibt nur, was in seinem Moment so in Lübeck offenbar umgeht. Und seine Tendenz ist ganz ähnlich wie die des Deutschen Ordens. Im gleichen Jahr, 1392, kam ein herrenloses Volk aus vielen Richtungen zusammen, von Hofleuten, von Bürgern aus vielen Städten, von Amtsleuten, von Bauern, und sie nannten sich Vitalienbrüder. Sie sagten, sie wollten ziehen gegen die Königin von Dänemark, um dem König von Schweden zu helfen, den sie gefangen hatte, so, und den sie befreien wollten. Und dass sie von niemandem nehmen oder rauben sollten, als von denjenigen, die die Königin mit Gütern oder Hilfe stärken würden. Doch leider bedrohten sie die ganze See und alle Kaufleute und beraubten beide, Freund und Feind, sodass die Schonenfahrt für 3 Jahre ausgesetzt wurde. Das kennen Sie alle, darum war der Hering in diesen Jahren sehr teuer. Es fällt auf, dass Detmar den politischen Hintergrund recht präzise schildert. Es geht nicht um Seeraub, sondern um militärische Hilfe und es geht darum zu unterscheiden, wen man angreifen darf und wer nicht. Aber, nun ja, dieses Versprechen wird nicht eingehalten, sondern Freund und Feind werden angegriffen. Damit wird wohl gemeint sein, dass die von Wismar und Rostock aus operierenden Kräfte auch Schiffe aus anderen Hansestädten angriffen, die für sich Neutralität beanspruchten. Nun muss man aber wissen, dass Neutralität eine Idee ist, die sich erstmal durchsetzen muss. Und im spätmittelalterlichen Fehderecht gibt es die Idee Neutralität nicht. Es gibt keine Neutralen. Wenn ich eine Fehde erklärt habe, wenn ich vor dieser Fehde öffentlich gewarnt habe, dann ist jeder, der sich in meinem Operationsgebiet befindet, ein Kombattant. Das wissen die Lübecker auch. Sie tun nur so, als wüssten sie es nicht. Und wenn sie selbst Fehde führen, machen sie das ganz genauso. Und genau in unserer Zeit um 1400 kann man sehr schön sehen, wie die in lateinischen rechtlichen Quellen dann die Idee des Neutralen aufkommt. Also wie die Idee erfunden wird, es gibt so etwas wie Neutralität im Krieg. Hinzu kommt, dass jedes Schiff, das auf dem Weg vom oder zum Feind angetroffen wurde oder das auch nur ein Teil feindliche Ladung an Bord hatte, als feindlich galt, auch wenn es aus einem befreundeten Hafen stammte.
Die Mecklenburger übrigens hielten sich vergleichsweise vorbildlich an diese Spielregeln des Fehderechts. Sie hatten sogar versprochen, am Ende des Krieges Schadensersatz zu zahlen und taten das auch. Weil aber die anderen Städte unter Führung Lübecks sie mit einem ganz anderen Konzept von Neutralität konfrontierten, gab es hier Streit und die Mecklenburger wurden so zu Räubern gemacht. Bei Detmar finden sich also sozusagen zwei konkurrierende Rechtsvorstellungen. Fehderecht hier, Neutralität des Handels dort. Und dieser Normenkonflikt, der zeigt sich dann in der Doppeldeutigkeit des Begriffs Vitalienbruder. Man konnte damit Leute bezeichnen, die das raue Geschäft des Seekriegs erledigten. Nicht nett, aber auch nicht verboten. Oder man konnte ganz andere Maßstäbe anlegen und dieselben Leute als Räuber disqualifizieren. Bei Detmar laufen diese Vitalienbrüder aus allen sozialen Schichten zusammen, um sich in den Dienst des Herzogs von Mecklenburg zu stellen, beziehungsweise des Königs von Schweden. Sie handeln dabei selbstständig, also nicht als Befehlsempfänger. Mehr erfahren wir über ihre Organisationsstruktur nicht. Und das bleibt in den Chroniken lange so. Die Leute, die sich Vitalienbrüder nennen, haben auch in der Geschichtsschreibung lange Zeit keine irgendwie greifbare innere Ordnung, geschweige denn eine bruderschaftliche Verfassung. Von einer Kompanie von Seekriegern wissen diese Quellen nichts oder sie interessieren sich nicht dafür, könnte auch sein. Wir kennen dann eben nur konkrete Anführer kleinerer Gruppen, die man aber nicht als Oberkommandierende einer ganzen Bruderschaft oder so missverstehen wollte. Nur eins ändert sich dann in der Generation nach Detmar. Während er noch über den Kombattantenstatus der Vitalienbrüder Bescheid weiß, nennen spätere Chronisten diese dann schlicht Seeräuber. Das heißt, der Begriff verliert so langsam seine legitimierende Bedeutung. Sehr schön sieht man das in der sogenannten Rufus-Chronik, auch hier in Lübeck entstanden, zwischen 1430 und 1438. Das kennen auch viele von Ihnen wahrscheinlich, dieses Zitat. In demselben Jahr fochten die Englandfahrer von Hamburg auf der See mit den Seeräubern, die sich Vitalienbrüder nannten. Auch spannend. Und behielten den Sieg über sie. Dieser Vitalier Hauptleute hießen Wichmann und Klaus Störtebecker. Den Vornamen Klaus hat der Verfasser der Rufus-Chronik bei Hermann Körner abgeschrieben. Anderer Lübecker Chronist, Hermann Körner, hat hier im Burgkloster gesessen und der hat sozusagen den Klaus Störtebecker erfunden. Ja, also sie befinden sich sozusagen am Schauplatz hier. Also, oder da oben. Aber auch hier ist Vitalienbruder ja zunächst mal ein Wort, das die Beteiligten als Kombattanten von kriminellen Seeräubern unterscheiden soll. Auch hier ist diese Bezeichnung selbst gewählt, um sich zu unterscheiden, um klarzumachen, wir sind keine Piraten. Aber dieser Anspruch wird nicht anerkannt und damit wird die Bedeutung so sukzessive hin zu Seeräuber verschoben. Von einer Kompanie oder so ist wieder nicht die Rede, nur von einer bestimmten Gruppe, deren Hauptleute Wichmann und Störtebecker sein sollen. Das geht auch noch lange so weiter. Derjenige, der dann die Sache eigentlich erst sozusagen den Sack zumacht, ist Albert Kranz, 1517, Hamburger Domherr und Lübecker Ratssyndikus, der zunächst mal erläutert, Vitalienbrüder, das sind Kriegsleute, die nicht wegen des Soldes, sondern um der Beute wegen auf eigene Gefahr und Gewinn ausziehen. Im Weiteren schreibt er dann aber nur noch von Seeräubern. Also da ist klar, bei Albert Kranz sind die Vitalienbrüder wirklich die Bösen. Und denen kann er dann auch allerlei Legendenstoffe schon anhängen und so. Das ist eigentlich ganz spannend. Erst jetzt, ein Jahrhundert nach den Ereignissen, wird diese Vorstellung greifbar, weil der Albert Kranz aber dann in der weiteren Geschichtsschreibung sehr, sehr prägend geworden ist, haben wir alle sozusagen bis heute das Bild im Kopf, das Albert Kranz von Ihnen entworfen hat. Und Reimer Kock, den ich schon erwähnt hatte, ähnlich. Es ist etwas lang, aber ich habe noch so, 10 Minuten. Im zeitgenössischen Denken, also im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, blieb die Bedeutungsverschiebung von legitimer Kämpfer zu letztlich doch bloß Seeräuber in sich widersprüchlich. Das ist zunächst mal ja auch keine klare sprachliche Unterscheidung, sondern eher eine politische Wertung. Sie ermöglicht ein doppeltes Spiel. Man kann die Vitalienbrüder als Gesamtheit blutig verfolgen und zugleich jeden einzelnen Kämpfer jederzeit als ehrenhaften Kombattanten anerkennen. Wahrscheinlich ist das eben einfach nur so ein Milieu von professionellen Kämpfern. Ich hatte es schon gesagt.
Und man konnte solche Leute überall kennenlernen. Die waren eben überall unterwegs. Wenn sie als Hansekaufmann eine Fehde zu führen haben, dann gehen sie eben in eine Kneipe und heuern 50 Leute an. Und dann haben sie die. Und das sind dann die, die man in anonym eben Vitalienbrüder nennt. Etwas ganz anderes ist das, was in den Chroniken steht. Denn diese Chroniken geben ja nicht die öffentliche Meinung wieder, sie geben auch nicht die Fakten wieder, sondern sie geben das wieder, was eine bestimmte Gruppe, nämlich in aller Regel der Rat, wissen wollte und festhalten wollte. Denn die Chronisten sind ja größtenteils Leute, die im Auftrag oder im Umfeld des Rates schreiben. Detmar, Rufus, Hermann Körner, Albert Kranz, Reimer Kock, das sind alles Leute, die hier in Lübeck oder in Hamburg für den Rat schreiben. Und in diesem Kreis, also unter den Ratsherren, unter den Ratsfamilien, da wollte man ein bestimmtes Bild vermitteln. Und dieses Bild ist das, was wir bis heute im Kopf haben. Und für diese Leute waren diesen großen Massen von frei flottierenden Gewaltakteuren natürlich eine Riesenbedrohung. Das bedrohte deren Geschäfte, das bedrohte ihre Politik. Darum hatten diese Leute ein Interesse daran, diese Gewalttäter zu disqualifizieren. Zumal um 1400, denn um 1400 haben wir ja in dem, was man so die Hanse nennt, eine, ich will nicht sagen Krise, aber doch zumindest eine, naja, Krise im Sinne von da ändert sich massiv was. Ja, hier in Lübeck haben sie eine Verfassungskrise, der Rat geht ins Exil, ein anderer Rat kommt an die Macht, dann kommt der alte Rat wieder und so weiter. Das Ganze läuft so halb unblutig ab. In Hamburg und Wismar ist das ähnlich. Dann haben sie ab 1410 einen Krieg um Schleswig zwischen den Grafen von Holstein und dem König Erich VII. Von Dänemark. In diesem Krieg werden in großem Stil Gewalttäter, die man Vitalienbrüder nennt, angeheuert, in Kooperation mit Hamburg, die übrigens mit dem Grafen von Holstein sehr eng kooperieren, und dann auch ab 1427 mit Lübeck, die dann nämlich auf Seiten der Holsteiner in den Krieg einsteigen. Und dann wird es richtig spannend. Schon 1390-91 hatten ja Rostock und Wismar im Auftrag ihrer Herzöge diese Leute engagiert. Sie kennen vielleicht alle die Formulierung, also jeder, der will, soll zu uns kommen und dann um der Beute willen, ob eventuell, also als Abenteurer, gegen unsere Feinde kämpfen. Und 1427 machen die Lübecker das ganz genauso. Der Sprachgebrauch ist der gleiche. Der Text, mit dem die Lübecker Leute anwerben, ist 1:1 der gleiche Text wie 1391 der Mecklenburger. 1441 übrigens wieder. Ja, wieder genau. Da wird dieser Text an die Türen der Marienkirche angeschlagen. Ja, jeder, der will, soll zu uns kommen und in unserem und für uns gegen unsere Feinde kämpfen. Ihr kriegt keinen Lohn, aber ihr dürft die Beute behalten. Einzige Veränderung gegenüber 1391 ist keine Mörder, keine Verfesteten. Ja, also keine Mörder, keine Vogelfreien. Also das ganze wilde Gelichter will man dann doch nicht dabei haben. Zur gleichen Zeit aber entsteht hier in Lübeck, genau in diesem, das 1427, das ist genau die Zeit, wo Rufus schreibt, wo Detmar ist tot, Rufus schreibt, wo Hermann Körner schreibt. Ja, genau zur gleichen Zeit lässt der Rat sich diese Chroniken schreiben, wo von den bösen Vitalienbrüdern die Rede ist. Während man die anheuert. Man braucht die Leute ja. Wenn man Krieg führen will, braucht man Kämpfer. Und ich vermute, dass das sozusagen dieses zweigleisige Spiel, dass das gerade der Trick ist, man projiziert das zurück auf die Zeit 1390, auf die Mecklenburger, ja, auf die mecklenburgischen Piraten, um nicht darüber sprechen zu müssen, dass man selbst diese Leute ja gerade auch anheuert. Das Problem ist natürlich nur, dieser Trick kommt nicht durch. Die Zeitgenossen sind ja auch nicht blöd und es fällt ihnen auf. Das geht schon damit los, dass andere Hansestädte, zum Beispiel Stralsund und Greifswald, in diesem Krieg gegen Dänemark auf der anderen Seite stehen. Und dann werfen die sich gegenseitig vor, sie hätten Vitalienbrüder unter Vertrag genommen. Ja? Auch das gibt es schon in den 90er Jahren, dass die sich das gegenseitig vorwerfen. Ihr habt Vitalienbrüder, nein, ihr. Ne? Also ein bisschen wie bei Monty Python so. Und dann 1427 schickt der König, der römisch-deutsche König Sigismund, einen Gesandten auf eine diplomatische Mission nach Norden. Sigismund ist der Cousin von Erich von Dänemark
und er hält auch nichts davon. Der möchte eigentlich gerade einen großen Kreuzzug gegen die Hussiten in Böhmen beginnen und ist nun gar nicht damit einverstanden, dass die Lübecker bei der Gelegenheit gerade mal einen Krieg in Nordeuropa vom Zaun brechen. Darum schickt er seinen Gesandten, Nikolaus Stock, erst zum Deutschen Orden auf die Marienburg und dann nach Lübeck und auch nach, an den dänischen Hof. Und der Nikolaus Stock soll für Frieden sorgen. Sigismund forderte zunächst mal in einem Brief die Lübecker ultimativ auf, Frieden zu schließen. Wenn nicht, so schreibt er, dann macht ihr euch der Beihilfe für Ketzer und Feinde der Christenheit schuldig. Also das ist sozusagen die argumentative Atombombe, ne? Also da, das Nikolaus Stock hält vor den Gesandten der verbündeten Städte in Lübeck, im Lübecker Rathaus, eine flammende Rede, in der er ihnen vorwirft, sich aus reinem Eigennutz mit den Vitalienbrüdern einzulassen, die er wortreich in eine Reihe mit Heretikern, Ungläubigen, Hussiten und anderen apokalyptischen Bedrohungen stellt. Wollten die Städte nicht, wie von ihrem König gewünscht, für 6 Jahre Frieden mit Erich schließen, so sollten sie als Tröster und Stärker der Ketzer in Acht und Bann getan sein. Ohne es zu sagen, spielt er damit auf die kirchliche Rechtsprechung an, denn seit 1229 wurde an jedem Gründonnerstag in der Kirche ein Dekret des Papstes Gregors des IX. Verlesen, demzufolge Piraten als Helfer von Ungläubigen und Heretikern zu exkommunizieren seien. Nikolaus Stock hatte diese Argumentationslinie sich wahrscheinlich auf der Marienburg sozusagen abgeholt, also beim Hochmeister des Deutschen Ordens, denn der Deutsche Orden argumentierte schon länger auf dieser Linie. Für den entsteht da, das ist ja die Zeit, wo der Konflikt mit Polen, also nach der Schlacht von Tannenberg, immer weiter hochkocht. Und da verschwimmt in der Imagination des Deutschen Ordens, verschwimmt so, also Heiden, Polen, Piraten, Hussiten, Sarazenen, das alles eins. Ja, das sind alles Feinde der Christenheit. Und da wird da bekommt der Nikolaus Stock offenbar die Anregung, die er dann hier in Lübeck im Rathaus umsetzt. Übrigens ungeachtet der Tatsache, dass der Deutsche Orden selbst diese Leute natürlich auch einkaufte, ist ja klar. Den Bartholomäus Voth hatte der Deutsche Orden auch engagieren wollen, aber die Lübecker hatten das bessere Angebot gemacht. So ist es auch nicht sehr unverständlich, dass die Lübecker sich von der Philippika des königlichen Gesandten nicht beeindrucken ließen. Stocks Bericht an seinen König schließt resigniert: Item auf solche Friedensbotschaft und Werbung habe ich über lange Zeit hinweg keine Antwort von den oben genannten Städten bekommen. Die Lübecker sagten, schönen Dank für die Rede, aber wir machen jetzt hier unseren Krieg. Das kann man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn Hamburg oder Lübeck gegen Piraten auf der Elbe oder in Ostfriesland oder an der Travemündung kämpfen, dann rechtfertigen sie sich in diesen Jahren regelmäßig damit, dass sie von Sigismunds Vater Karl IV. Das Recht dazu übertragen bekommen haben. Und viele Historiker verweisen bis heute gerne auf diese kaiserlichen Privilegien. Wenn ihr König aber von ihnen verlangt, Frieden zu halten, dann lassen die Lübecker ihn auflaufen wie einen lästigen Bittsteller. Als der Rat den Bartholomäus Voth mit seinen Truppen in den Dienst genommen hatte, musste er sich vor anderen Städten dafür rechtfertigen. Na klar, der Mann ist echt gefährlich und nett ist er auch nicht, aber gerade weil er so gefährlich ist, müssen wir ihn engagieren, damit die anderen ihn nicht bekommen. Also wie Henry Kissinger, ne? Er ist ein Bastard, aber er ist unser Bastard. Den anderen Beteiligten, den anderen Städten war schon klar, dass es den Lübeckern hier nicht um das Wohl der Hanse ging, sondern um die eigenen Marktanteile im Ostseehandel. Die Hanse, die wir uns ja immer als starken Städtebund vorstellen, war eben eine Interessengemeinschaft von Egoisten, wie das so schön gesagt worden ist. Und die fochten ihre Konkurrenz gern auch mal mit harten Bandagen aus. Zur gleichen Zeit, während all das passiert, schreibt hier im Burgkloster der erwähnte Hermann Korner, da schreibt der anonyme Verfasser der Rufuschronik, und die legen sozusagen die Grundlage zu unserem Verständnis der Vitalienbrüder als Kompanie von Piraten, während hier gleichzeitig Vitalienbrüder ein- und ausgehen. Jetzt kann man vermuten, dass da Kritik an der aktuellen Politik des Lübecker Rates anklingt. Ich vermute aber eher, wie ich eben schon angedeutet habe, dass es hier darum geht, dass man sozusagen das politische Problem, das man in der öffentlichen Meinung hatte, versuchte zu kanalisieren, indem man es
auf die Mecklenburger schob. Ja, schaut mal, 1390, das waren die Bösewichte. Unsere Jungs sind ja ganz in Ordnung. Damit komme ich zum Schluss. Was also waren die Vitalienbrüder? Piraten waren sie meines Erachtens nicht, denn solche in einem irgendwie sinnvoll abgegrenzten Sinn gab es um 1400 in Nordeuropa noch gar nicht. Was es gab, war das Wort Pirata oder auf Deutsch Seerover. Dieses Wort wurde verwendet, wenn man sozusagen in Konflikten das ganz schwere Geschütz auffahren wollte. Wir sollten den Quellen da aber angemessen skeptisch gegenübertreten. Was waren unsere Vitalienbrüder dann? Naheliegend ist die Hypothese, dass es sich eben einfach nur um eine Sammelkategorie für Leute handelt, die auf See ihre Dienste im Kampf anboten. Allerdings haben wir ein Problem. Wir können gar nicht greifen, wie dieser Begriff entsteht. Er poppt auf einmal auf und ist da, 1389. Er ist dann in aller Munde und ab 1435 verschwindet er plötzlich wieder, bis er dann irgendwann in den 1460er Jahren einfach so gestrichen wird, ja, da wo er noch steht. Die Vorstellung aber, dass es da eine feste Gruppe dieses Namens gegeben hätte, die entsteht erst im Lauf des 15. Jahrhunderts in der Lübecker und Hamburger Chronistik. Und ein zweiter Ort, wo das auch, den man auch da festmachen könnte, ist eben die Marienburg, also der Deutsche Orden, der arbeitet auch mit an dieser Vorstellung sozusagen. Und wir arbeiten uns im Prinzip die ganze Zeit daran ab, das zu revidieren, weil unser Bild in den Handbüchern eben aus diesen Chroniken stammt. Ja, also wir glauben das, was Hermann Korner geschrieben hat. Und wir lernen erst langsam, dass wir das nicht glauben sollten, was er geschrieben hat. Das Wort Vitalienbrüder war natürlich auch für die Leute in den Hansestädten, also für die Leute in den Räten oder für die Diplomaten der dänischen Königin eine sehr bequeme Kategorie, darauf, dass man die Vitalienbrüder bekämpfen muss. Darauf konnten sich alle einigen, diplomatisch. Ja, immer dann, aber unsere Jungs sind in Ordnung. Ne, die anderen sind Vitalienbrüder, die anderen sind, denken Sie an Terroristen. Ja? Also, dass wir alle dass Terrorbekämpfung eine sinnvolle Sache ist, würde jeder Politiker unterschreiben. Aber wenn es darum geht, wer sind eigentlich die Bösen, dann geht der Streit erst richtig los. Und so ist das hier mit dem Wort Vitalienbrüder. Für etwa 40 Jahre floss in diesem Begriff das Bedrohungspotenzial der Gewalt für den Seehandel zusammen und er wird dann abgelöst in dem Moment, wo ein modernes Prisen- und Kaperrecht eingeführt wird, sozusagen in Nordeuropa, ein Prisen- und Kaperrecht, das Sie alle kennen, mit Kaperfahrern, Freibeutern als den erlaubten Kombatanten und Piraten als den Bösen sozusagen. Das kommt aber erst aus dem Mittelmeerraum hier in den Norden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Man kann das sehr genau festmachen, wann die Lübecker und Hamburger zum Beispiel anfangen, das zu übernehmen, dieses neue Kaperrecht. Zu der Zeit Störtebeckers gibt es das noch nicht. Die wissen nicht, was ein Kaperfahrer ist. Ja, sie wissen, was eine Fehde ist und sie wissen, wann sie Gewalt anwenden dürfen und wann sie, sagen wir mal, den Anspruch erheben dürfen, dass sie Gewalt anwenden. Aber sie wissen nicht, was ein Pirat oder ein Kaperfahrer ist. Und das ist das eigentlich Spannende für mich als Historiker oder als, ja, wenn ich mich rechtshistorisch jetzt irgendwie verorte, das rauszubekommen. Aber das ist eher ein akademisches Problem, das muss Sie nicht interessieren. Ich hoffe, ich habe Ihnen deutlich machen können, warum ich meine, dass ausgerechnet hier Lübeck, sogar ausgerechnet das Burgkloster, spannend ist für die Geschichte der Vitalienbrüder und warum ich glaube, dass diese Geschichte ein bisschen anders verläuft, als Sie das vielleicht in der Schule gelernt haben. Ich danke für Ihre Geduld und für die Aufmerksamkeit.